Der Heilige von Amesug. Dies ist ein Auszug aus dem polizeilichen Abschlussbericht des Falls Mahdi Alawi vom 16.04.2021. Kommissar Fawzi Raiz, Hauptkommissariat Casablanca, Marokko. Um Ansehen und Glaubwürdigkeit der Ordnungskräfte in der Öffentlichkeit nicht zu gefährden, empfehle ich, folgendem Bericht den Status geheim zu erteilen. Die Suche nach dem Verbleib des Gendarmes Mahdi Alawi wurde nach dem vierten Tag abgebrochen. Nur seine Polizeiausrüstung konnte in den dichten Zypressenwäldern zwischen Tanger und Tetuan bei den Koordinaten 35,81-5,48 gefunden werden. Südlich der Fundstelle wurde ein Notizblock gefunden, welcher dem Gendarme zu gehören schien, in welchem dieser die verstörende Ereignisabfolge der vermutlich letzten Nacht seines Lebens festhielt. Dem Bericht seines Kollegen Mohamed Benkadi zufolge waren sie auf der 4703 unterwegs, als sie zwei Männer am Straßenrand sahen, die bei Anblick des Streifenwagens in den Wald flüchteten. Benkadis Aussage zufolge bat Alawi ihn an der Stelle kurz zu halten, um das Umfeld nach Hinweisen auf Wegelagerei zu untersuchen. Gendarme Alawi fand im Graben eine Machete und packte sie in den Kofferraum, kurz bevor er Benkadi zurief, dass er einen der beiden Männer zwischen den Bäumen erspähen konnte. Alawi soll daraufhin seine Waffe gezogen und die Verfolgung aufgenommen haben. Benkadi selbst versuchte ihn mehrfach zurückzurufen, stieg daraufhin aus und drang ebenfalls in den Wald vor. Als ihm nach einigen Minuten klar wurde, dass er nicht in der Lage war, Alawi zu finden, entschied er sich, zum Wagen zurückzukehren und dort auf ihn zu warten. Bei Sonnenaufgang des darauffolgenden Tages begann dann die Großfahndung, die wie bereits beschrieben erfolglos blieb. Zur weiteren Untersuchung der Ereignisse können zum aktuellen Zeitpunkt ausschließlich die aufgefundenen Notizen des Gendarmes Mahdi Alawi selbst herangezogen werden. Es folgt eine Abschrift aus diesen Notizen. 18.32 Uhr. Entkommener Verdächtiger ist ca. 1,75 groß. 20 bis 25 Jahre alt, trug zerschlissenes weißes Hemd, fleckige Jeans und Badeschlappen. Habe ihn vor ca. 5 Minuten verloren. 18.54 Uhr. Bin den Weg zurückgegangen, finde die Straße nicht mehr. An dieser Stelle hat der Gendarm eine Skizze von seiner Umgebung angefertigt. 20.01 Uhr. Die Sonne geht langsam unter. Habe noch eine halbe Stunde, bis es dunkel wird. Nirgendwo Empfang in dieser Gegend. 21.23 Uhr. Darf nicht von den Verbrechern in diesen Bergen in meiner Uniform entdeckt werden. Verstecke alles, was mich als Polizisten identifiziert, im Gebüsch. Werde die Nacht an nahegelegenem Baum verbringen. Die Schrift des Gendarme Malawi wird in Folge stark unleserlich. 23.11 Uhr. Kalt. Blätter rascheln. Kann in der Dunkelheit kaum mehr meine Hand vor den Augen erkennen. Schreibe blind. Wage es nicht, mein Handy für mehr als den Blick auf die Uhrzeit einzuschalten. Aus Angst entdeckt zu werden. 0.05 Uhr. Nicht geschlafen. Angst. Blätterrascheln macht mich noch wahnsinnig. Höre Tiere. Glaube Bergaffen. 0.13 Uhr. Sehe Licht. Kein Lagerfeuer. Wie Turm einer Moschee. Versuche Nacht dort zu verbringen. Lasse Sachen hier. 0.25 Uhr. Hier ist ein Dorf in einem kleinen Tal. Kenne es nicht. Wo bin ich? 0.33 Uhr. Stehe vor der Moschee. Einige Leute gesehen, die reingingen. Vermute, dass die heute Nacht einen lokalen Heiligen ehren. 1 Uhr. Sitze drin. Der spartanische Gebetsraum wirkt in seiner Weitläufigkeit auf den ersten Blick einladend. Doch die fremden Gestalten, von denen einige ihre Blicke aus in den Schoß gelegten Büchern in meine Richtung erhebten, sind schlicht unheimlich.
Die Leute in diesem Ort scheinen eine genetische Eigenart zu haben. Langgezogene Gesichter, weit auseinanderliegende Augen. Es wird gerade zum Gebet gerufen. Werde mitbeten. 1:11 Uhr. Sind das überhaupt Muslime? Ich weiß nicht, was ich da gerade beigewohnt habe, aber mit Islam hat das nichts zu tun. Ach, muss hier weg. Warte, bis sich das hier ein wenig gelehrt hat. Diese Blicke, oh Gott. 1:45 Uhr. Sie gehe nicht. Wollte was zum Lesen holen. Fand im Bücherregal keinen Koran, nur Literatur auf Altarabisch und Latein. Wollte gehen, aber der Imam forderte mich auf, sitzen zu bleiben. Was geht hier vor? Habe den Eindruck, dass sie auf etwas warten. 2:30 Uhr. Verbrachte die letzte halbe Stunde damit, mir aus der Ecke, in der ich sitze, die Verzierungen hier drin anzuschauen. Die meisten Stuckarbeiten erinnern mich an Geweihe. Darunter sind Blätter stilisiert, welche wie zwei streng dreinblickende Augen wirken. Meine Fantasie spielt mir einen Streich, denn ich sehe nun in allen Mustern diesen verborgenen Dämonenkopf. Mich irritiert mehr als diese unheilige Kunst jedoch ein eingerahmtes Bild von einem merkwürdig ineinander verhaktem Pentagramm. Ich glaube nicht, dass dies als Anspielung auf die Flagge unserer Nation gedacht ist. Wenn ich hier rauskomme, werde ich mir die Verantwortlichen vorknöpfen. Doch im Moment muss ich den Ball flach halten. Oh, die Tür wurde gerade abgeschlossen. Oh, das geht so weit. 3:31 Uhr. Die letzte Stunde ist kaum was geschehen. Nahm mir vor, das Ganze hier einfach auszusetzen. Doch vorhin startete ein widerliches Ritual. Der Imam hat einige Blätter zerkaut und ist im Kreis umhergegangen. Hat dabei Stücke aus seinem Mund in die Hände der Anwesenden gegeben. Nun kauen alle auf diesen herum. Und eine Art Chor oder Bittgebet hat begonnen. Habe nur so getan, als ob. Kann nicht weiterschreiben. Es folgt nun der letzte, kaum mehr leserliche Eintrag. Unerkenntliche Uhrzeit. Barmherziger Gott, bin im Wald. Suche meine Sachen. Abartige, gehörnte Gestalt trat aus dem Hinterzimmer in den Gebetsraum. Stimme wie Flötenklänge. Grundgütiger, diese Augen. Diese Augen. Ich erschlug Mann mit Türschlüssel. Öffnete Ausgang. Sie sind mir gefolgt. Muss Waffe finden. Hoffe, dies wird nicht mein letzter Eintrag. Ich sehe ihn. Er starrt. Sie hörten Der Heilige von Amesuk, gesprochen von André Hupfer.